Guten Morgen allerseits. Herzlich willkommen zu Mathematik für NaturwissenschaftlerInnen Teil 2 in Tübingen im Sommersemester 2024. Sie haben mich gerade eben hier schon so ein bisschen kritisch die Technik angucken sehen, weil Sie ein paar Sachen geändert haben. Ich hoffe, wir kriegen es so hin, dass sich für Sie nicht viel ändert, sondern dass wir das alles so ähnlich machen wie im Wintersemester. Eine Sache merken Sie gerade schon beim Ändern. Ich habe kein Mikro umgehängt im Moment, weil das Tonsignal von diesen Umhängemikros nicht mehr in das Zoom-Signal reingeht, sondern im Moment nur das, was hier liegt. Wir gucken mal, ob Sie mich anständig verstehen. Ich versuche laut zu sprechen. Und das mit diesem Mikro hier auf dem Tisch kann bedeuten, dass man es auch besser hört, wenn, ich schmeiße hier irgendeine Maus rum, dass man es auch besser hört, wenn Sie eine Frage stellen, kann aber andererseits auch sein, dass man irgendwas hört, was Sie sonst reden, was Sie vielleicht nicht in Zoom gesendet haben wollen. Müssen wir einfach beobachten und Sie geben mir Rückmeldung, ob das alles so funktioniert, wie es soll. Okay, also herzlich willkommen zusammen. Die meisten von Ihnen kennen mich aus dem Wintersemester. Mein Name ist Stefan Keppeler. Wir machen hier noch ein weiteres Semester zusammen Mathematik. Es kommen aber auch immer manche neu im Sommer dazu. Je nachdem, wenn Sie in manchen Studiengängen im Sommer anfangen können, dann steigen Sie in Mathe 2 ein. Das ist ein bisschen happiger als in Mathe 1, aber das geht mit entsprechenden Hinweisen und so weiter. Nur bevor ich jetzt alle mit den langen Ansagen langweile, mal in die Runde. Wer ist denn neu dabei? Wer kannte mich bis gerade eben noch nicht? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ich mache das so, ich sage jetzt so ein bisschen ein paar Mal, wir machen das alles wie im Wintersemester und vielleicht können wir in der Pause oder am Ende der Veranstaltung kommen Sie zu mir vor und ich sage Ihnen noch so ein paar Sachen, die alle anderen hier im Raum schon wissen und auch wie Sie besser durchkommen, wenn Sie jetzt hier in Teil 2 einsteigen von einer Veranstaltung, die schon in Teil 1 hatte. Aber vielleicht machen wir das besser separat, sonst wird der Rest gleich unruhig. Ja? Also Sie, wenn wir eine Pause machen, heute machen wir einfach auf jeden Fall eine, dann melden Sie sich da bei mir und dann gucken wir. Gut, also was habe ich hier schon angeworfen? Das Wichtigste in Fett und Blau ist die Vorlesungshomepage. Da sind alle Informationen, wenn Sie noch mal irgendwas suchen, Materialien und so, entweder sind die Sachen direkt dort oder sie sind von dort verlinkt. Das meiste ist immer direkt zugänglich, müssen Sie sich nirgendwo einloggen. Nur bei wenigen Sachen, wie jetzt Kontaktdaten für Ihre ÜbungsgruppenleiterInnen oder sowas, dann sind die in Ilias versteckt, aber auch von der Vorlesungshomepage aus verlinkt. Gut, also das ist der eine Link, den Sie brauchen. Von da kommen Sie zu allem hin. Dann gebe ich Ihnen wie üblich hier live in der Veranstaltung die Tweetback-Chatwall und ich nutze das dann auch wieder für Quizze und Umfragen. Laufen gerade schon die ersten, entweder mit QR-Code oder mit diesem Kürzel hier hinten. Kommen Sie dann jeweils drauf. Jede Veranstaltung ein eigenes. Was müssen Sie im Moment machen? Jetzt außer herkommen und ein bisschen gucken, was ich so tue. Übungen starten dann auch nächste Woche. Können Sie sich auch jetzt schon damit beschäftigen. Das erste Übungsblatt ist das letzte Übungsblatt aus dem Wintersemester und das erste echte Sommersemesterblatt kommt dann am Donnerstag und dann wie üblich immer im Wochenrhythmus. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass Sie sich für die Übungen anmelden. Da verwenden wir wieder dieses URM-System. Der Link ist auf der Vorlesungshomepage, irgendwie, ich glaube, mehrfach oder so. Sie gehen dorthin und dann werden Ihnen alle Zeiten angezeigt, zu denen wir Übungsgruppen anbieten oder vorhaben anzubieten. Und Sie können für jede Zeit wieder angeben, bevorzugt, möglich, notfalls,
unmöglich und dann läuft das Computerprogramm drüber und dann kriegen wir eigentlich die meisten in bevorzugt normalerweise rein. Also machen Sie das bitte möglichst bald, gleich heute. Ich glaube, Deadline ist irgendwie Freitagvormittag oder sowas, steht da auch nochmal. Also, schreibe ich mal hier hin. Bis Freitag, sagen wir mal 10 Uhr oder so. Das bedeutet dann, wenn die Anmeldefrist dort abgelaufen ist in URM, dann kann diese Einteilung laufen. Das zieht sich dann irgendwie so ein bisschen hin am Freitag, weil das auch eine parallele Einteilung von mehreren Veranstaltungen ist, wo die ganzen Termine und Personen hin und her geschoben sind. Na, wer im höheren Semester ist, ist vielleicht in einer Veranstaltung als Hörerin drin und in der anderen als Übungsgruppenleiterin. Und entsprechend zieht sich das, aber Sie kriegen spätestens dann am Wochenende irgendwann Nachricht, was Ihre Übungsgruppe ist, sodass wir dann nächste Woche mit den Übungen starten können. Gibt es zum Stichwort Übungsanmeldung momentan Fragen? Okay, super. Dann haben wir das Wichtigste, was Sie jetzt erledigen müssten. Und dann habe ich auf der Chatwall schon so ein paar Fragen gestellt und auch hier im Umfragebereich. Wir haben auch übrigens, ich sage nochmal Hallo zusammen, wir haben auch zugeschaltet ein paar Leute. Es sieht so aus, dass alle, die es schon kennen, das bisher ganz gut fanden mit Stream und Aufzeichnung. Sagen, wir sollen wir weiterhin so machen. So Kuchendiagramme sehen interessant aus, wenn alle gleich abstimmen. Und hier auf der Chatwall kamen schon so ein paar Bemerkungen dazu. Also machen wir das gerne weiterhin so. Gut. Und wie gesagt, wenn irgendwo Probleme auftauchen, das normalerweise wird hauptsächlich ich aufgezeichnet. Man sieht nur mich und man hört fast nur mich, aber wenn es da irgendwo Probleme gibt, dann melden Sie sich bitte bei mir, dass wir das in den Griff kriegen. Pause, das kennen Sie auch noch aus dem Wintersemester, so der Klassiker. Hier ist eigentlich immer mit den 2 Stunden, man macht eine Dreiviertelstunde, Viertelstunde Pause, nochmal eine Dreiviertelstunde. Und wenn dann irgendjemand von Ihnen direkt davor oder danach was im Tal hat, dann sagen Sie, super Sache. Und deswegen hatte ich jetzt gleich gefragt, wie lange wollen wir Pause machen? Und Viertelstunde Pause will so ziemlich niemand. Weder am Montag noch am Donnerstag. Ah, ich kann auch mal gerade hier testen. Funktioniert das? Ja. Für Sie hier im Saal habe ich jetzt gerade nur komisch die beiden Schirme getauscht, aber jetzt hängt es davon ab, was zu Hause gesehen wird. Ne? So sehen Sie zu Hause auch, was hier abgestimmt wurde, wer jetzt gerade zugeschaltet ist. Okay, ich sehe im Moment so eine starke Tendenz in Richtung kurze Pause. 0,5,10 kriegt am Donnerstag und am Montag die meisten Stimmen. Und es kommt auch schon so die Begründung hier, sonst gibt es keine Mittagspause, wenn die Pause hier zu lang ist. Ne? Das sehe ich das hier gerade. Sie kommentieren mal weiter, falls ich das irgendwie missverstehe, aber ich lese das im Moment so als ungefähr 5 Minuten Pause vielleicht. Und dann sind wir, wenn wir um 10 anfangen, 5 Minuten Pause irgendwann machen, sollten wir um 10 vor 12 dann immer fertig sein. Ne? Also das ist so Tendenz. Und wenn ich das falsch gelesen habe oder es noch irgendwelche weiteren Randbedingungen gibt, dann lassen Sie mich wissen auf irgendeinem Kanal.
Auch sonst, wenn Sie außerhalb der Veranstaltung, in der Veranstaltung sehen Sie ja, wenn Sie hier im Saal sind, können Sie sich zu Wort melden. Wenn Sie zu Hause zugeschaltet sind, dann können Sie sich auch zu Wort melden, hier über die Lautsprecher. Wir haben die Chatwall, wir haben asynchron zum Mathe-Diskutieren auch immer noch den Discord-Server. Funktioniert, glaube ich, auch ganz gut. Wenn Sie mich irgendwie brauchen, wenn Sie auf die Vorlesungs-Homepage gehen, da können Sie meinen Namen anklicken, dann stehen da auch Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Büronummer und so weiter alles drauf. Gut. Wir machen wieder Übungen. Sie sollten wieder Übungspunkte sammeln, so mindestens die Hälfte für die Klausurzulassung, und dann schreiben wir am Ende wieder eine Klausur. Und für die gibt es dann die ECTS-Punkte, wenn die bestanden ist. Haben Sie im Moment Fragen zu diesen ganzen Abläufen? Dann haken wir den organisatorischen Quatsch erstmal ab an der Stelle und starten mit der Mathematik. Und sobald irgendwo Fragen auftauchen, melden Sie sich eben. Gut. Ich beginne jetzt hier mit 8.1, weil ich die Nummerierungen wieder so mache, wie sie im Vorlesungsskript sind. Und jetzt muss ich hier nochmal hin und her schalten. Ich glaube so. Also auf der Vorlesungs-Homepage gibt es ein Skript, und ich nehme die Nummerierungen für die Überschriften aus dem Skript. Und 8.1, das sind uneigentliche Integrale. Ja, wir haben im Wintersemester zuletzt noch integriert, auch mit verschiedenen Integrationstechniken. Partielle Integration, Substitutionsregel haben wir noch verwendet. Im Wesentlichen haben wir eben integriert, indem wir Stammfunktionen gesucht haben und Grenzen eingesetzt haben. Und was sind jetzt sogenannte uneigentliche Integrale? Das sind Integrale, wo sich der Integrationsbereich in irgendeine Richtung unendlich weit erstreckt. Das heißt, es ist dann zusätzlich noch ein weiterer Limes drin, wo sich hinter Integralen eigentlich eh immer schon ein Limes verbirgt, also noch ein zusätzlicher Limes. Sagen wir mal so. Hoppla. Wir definieren sowas hier. Integral, sagen wir, von a bis unendlich. Irgendein Integrant f von x dx. Wenn wir sowas sehen, so ein Unendlichzeichen obendran, dann sagen wir gut, das ist der Limes b nach unendlich des Integrals a bis b f von x dx. Also im Prinzip rechnen wir erstmal so ein endliches Integral aus und bilden dann anschließend den Grenzwert, dass die Grenze nach unendlich läuft. Analog, wenn unten minus unendlich steht. Gut, und jetzt ist das eben diese Situation, wo man sagt, ja, was wäre vielleicht so das typische Beispiel für so ein Integral? Ich weiß nicht, mache ich mal keine Feedback-Umfrage, mal ganz kurz, wer hat solche Integrale schon gesehen, berechnet oder wie auch immer? Okay, es sind sehr viele Arme, also sie sagen halt, hopp, hopp, beeil dich. Wir kommen, glaube ich, schon zu interessanten Sachen. Also ich fange mal mit dem Standardbeispiel für so ein Integral an. Das wäre vielleicht dieses hier. Integral 1 bis unendlich dx durch x². Ja, da haben wir jetzt gesagt, dass das bedeutet eigentlich Limes
b nach und endlich Integral von 1 bis b, 1 durch x² dx, das nur auch zur Erinnerung, das oder das ist die gleiche, nur unterschiedliche Schreibweise, eigentlich steht das dx ganz hinten, immer so einklammernd mit dem Integralzeichen zusammen, den Integranten. Und jetzt brauchen wir eine Stammfunktion, den Limes schreiben wir ab. Stammfunktion von 1 durch x², da probieren wir es mal mit minus 1 durch x. In den Grenzen 1 bis b. Dann können wir hier einsetzen. Limes b nach unendlich. Jetzt kriegen wir an der oberen Grenze minus 1 durch b und dann minus minus. Also plus an der unteren Grenze an 1. Und jetzt können wir den Grenzwert ausführen. Und dann steht hier 1. Das heißt, dieses Integral, das hat einen endlichen Wert. Und das Bildchen dazu, das würde vielleicht so aussehen. Wir haben hier irgendwie diese Funktion, Graph der Funktion x geht nach 1 durch x². Und jetzt haben wir hier von 1 ab, falls das da ist, diese Fläche hier uns angeschaut. Also sowas. Ja, und diese Fläche erstreckt sich hier nach rechts bis ins Unendliche. Und trotzdem ist der Flächeninhalt endlich, weil eben der Graph schnell genug zur x-Achse hier hingeht. Kommt weit draußen nicht mehr viel dazu, zu dieser Fläche. Wenn Sie sagen, ja, ist ja schön und gut, dass wir das so definiert haben, weiß ich auch, dass wir das so definiert haben, aber muss ich jedes Mal diese Limites da explizit hinschreiben? Nein, müssen wir nicht. Wenn wir wissen, was wir tun, können wir das auch kürzer aufschreiben. Dann würden wir sagen, naja, Integral 1 bis unendlich, dx durch x², das ist, jetzt brauchen wir eine Stammfunktion, nehmen wir wieder minus 1 durch x, in den Grenzen 1 bis unendlich. Da muss man eben wissen, wenn da jetzt so eine komische Grenze steht wie unendlich, dann heißt es nicht, wir setzen unendlich ein, sondern wir bilden den Grenzwert für x nach unendlich, schreiben das also nie hin und sagen, gut, wenn wir da unendlich einsetzen, also den Grenzwert für x nach unendlich bilden, dann kommt 0 raus und dann haben wir minus 1, also plus 1. Dann würden wir die Rechnung vielleicht so hinschreiben und solange wir noch uns daran erinnern, dass da eben die ganze Zeit noch so ein Limes versteckt war, ist alles gut. So, jetzt kann ich das hier wieder. Nee. Okay, ja, jetzt kann ich das so einstellen, dass Sie im Saal hier das vorherige Bild noch sehen. Zu Hause sehen Sie immer das aktuelle und in der Aufzeichnung. Jetzt gucken wir uns einfach mal ein paar solche Integrale an. Was hätte ich denn hier? Sagen wir mal, das Integral 1 bis unendlich. Das hier auf der Liste. Ja, das hatten wir ja gerade. Okay, also sagen wir mal 1 bis unendlich dx durch Wurzel x. Oder das Integral 1 bis unendlich dx durch x hoch 3 Viertel. Und dann machen wir noch das Integral
1 bis unendlich dx durch x hoch 4 Drittel. Ja, und vielleicht hier auch nochmal das Integral 1 bis unendlich dx durch x. Das wäre doch auch was. So, und jetzt nennen wir mal die Integrale hier. Sagen wir, das ist a. Na, hab's gerade nicht so mit dem Schreiben. Das ist a, das ist b, das ist c, das ist d. Und jetzt fragen wir mal auf der Chatwall, nicht auf der Chatwall, im Quizbereich, auf Feedback. Sind die endlich? Also, ist das jetzt jeweils, wenn wir eine Skizze malen, sieht das jedes Mal so aus wie das, was wir gerade eben gemacht haben. Aber die Frage ist, ist die Fläche, diese sich ins Unendlich erstreckende Fläche nach rechts hin, ist die in all diesen Fällen endlich oder ist die vielleicht manchmal nicht endlich? Mal gucken, dass ich Ihnen das hier starte. Was brauchen wir? A, B, C, D. Gut. Und wenn ich sowas mache, dann dürfen Sie natürlich nachdenken, aber da dürfen Sie auch miteinander reden. Das ist okay. Also überlegen Sie kurz, was passiert da so? Können wir mal gucken hier im Saal zumindest. Gut, also die meisten von Ihnen sind der Meinung, dass das in dem ersten Fall, in dem 1 durch x Fall, kein endlicher Wert rauskommt. Und wie ist das? Schreiben wir das mal hin. Integral 1 bis unendlich dx durch x. Da würden wir als Stammfunktion den Logarithmus verwenden. Log x in den Grenzen 1 bis unendlich. Und dann haben wir, der Logarithmus geht für Argument nach unendlich gegen unendlich. Also würden wir hier hinschreiben, das ist jetzt wirklich unendlich. Ne? Wir erinnern uns, das ist ja eh nur eine Kurzschreibweise für so einen Grenzwert. Ne? Also das ist ja kurz für Integral 1 bis unendlich dx durch x Limes b nach unendlich Integral 1 bis b dx durch x Limes b nach unendlich log x in den Grenzen 1 bis b und das wäre dann Limes b nach unendlich log b minus log 1. Log 1 ist 0, also log b. Und der Logarithmus geht für Argument nach unendlich gegen unendlich.
Tatsächlich ist es so, immer wenn die Funktion schneller abfällt, noch ein bisschen, bei so einem Potenzding hier, ne? 1 durch x hoch irgendwas, wenn das schneller abfällt als 1 durch x, dann kriegen wir ein endliches Integral, und wenn es langsamer abfällt als 1 durch x, dann ist der Flächeninhalt da unten drunter unendlich. Also schreiben wir hier mal, machen wir hier mal ein Kreuz hin, das war zu langsam. Gucken wir uns mal an, allgemein ist das bei B, sind Sie auch mehrheitlich der Meinung, da sind Sie der Meinung, das hat einen endlichen Wert, das mit dem 1 durch Wurzel. Jetzt gucken wir mal. Dann machen wir vielleicht B erstmal separat. Also das hier war A. Jetzt kommt B. Integral 1 bis unendlich dx durch Wurzel x. Die Wurzel, die fällt noch langsamer ab. Also das 1 durch Wurzel x, das geht noch langsamer zur Achse hin als das 1 durch x. Das wird keinen endlichen Flächeninhalt geben. Rechnerisch sehen wir das so, Stammfunktion von der Wurzel, Stammfunktion von 1 durch Wurzel ist im Wesentlichen die Wurzel. Also wenn wir hier eine Wurzel hinschreiben, das ist ja x hoch 1/2, wenn wir das ableiten, kommt 1/2 runter und dann haben wir ein x hoch minus 1/2, also die Wurzel im Nenner. Und damit es wirklich stimmt, brauchen wir hier noch einen Faktor 2. So, das sind den Grenzen 1 bis unendlich. Untere Grenze 1 ist kein Problem, da gehen wir 2 raus, aber an der oberen Grenze eben unendlich. Also auch hier kein endlicher Wert. Das geht zu langsam zur x-Achse hin. Bei C ist es sehr, sehr ausgeglichen jetzt gerade. Gleich viele Stimmen für einen endlichen und für einen unendlichen Wert. Jetzt machen wir vielleicht doch mal das allgemeine Argument. Wenn ich sowas hier habe, Integral 1 bis unendlich, dx durch x hoch 1 plus Epsilon, sagen wir mal. Und Epsilon ist wirklich größer 0. Also ich fahre ein bisschen, ich lasse den Nenner ein bisschen schneller wachsen als x, das heißt 1 durch, dieser Ausdruck geht ein bisschen schneller zur x-Achse hin als 1 durch x. Das reicht dann, damit wir ein endliches Integral bekommen. Wenn wir langsamer sind, haben wir eine unendliche Fläche drunter. Also wie geht das? Schreiben wir das vielleicht nochmal als Integral 1 bis unendlich, x hoch minus 1 minus Epsilon dx, oder vielleicht schreiben wir es lieber als minus 1 plus Epsilon. So, mit Klammern, das ist vielleicht schöner. Jetzt brauchen wir eine Stammfunktion, also müssen wir das, ah ne, vielleicht war es doch besser ohne die Klammern, leichter zu. Leichter die Stammfunktion zu sehen, oder? Jetzt brauchen wir nämlich einen um 1 größeren Exponenten. Also x hoch minus Epsilon. Wenn wir das ableiten, kommt minus Epsilon runter. Also schreiben wir uns hier ein minus 1 durch Epsilon davor. Und dann haben wir nach dem Ableiten Exponent 1 kleiner, x hoch minus Epsilon minus 1, das ist das, was wir haben möchten. In den Grenzen, 1 bis unendlich. Gut, wenn Epsilon positiv ist, dann steht hier immer noch x hoch minus was Kleines. Also wir können es nochmal hinschreiben, das ist minus 1 durch Epsilon x hoch Epsilon.
Aber dieses x hoch Epsilon hier mit einem positiven Epsilon, das wird noch unendlich groß, wenn wir das x unendlich groß machen. Also wird 1 durch das Ding, geht gegen 0. Und damit geht der ganze Ausdruck hier gegen 0. An der oberen Grenze 0, minus, und an der unteren Grenze müssen wir die 1 einsetzen. Also minus und minus, dann wird es plus 1 durch Epsilon. So, schreiben wir es nochmal hin. 1 durch Epsilon ist das Ergebnis. Irgendwie gefällt mir mein Epsilon nicht, aber nochmal schreibe ich es nicht. Gut, und wir hatten das oben schon. Siehe. Im Eingangsbeispiel, da hatten wir 1 durch x², da wäre das Epsilon also 1 gewesen und dann käme hier 1 durch 1, also 1 raus. Damit haben wir jetzt auch sofort, dass unser Beispiel d einen endlichen Wert hat. Weil da ist der Exponent hier mit den 4 Dritteln ja größer als 1. D. Integral 1 bis unendlich dx durch x hoch 4 Drittel, das ist ja 1 plus 1 Drittel, da kommt also 1 durch 1 Drittel raus, also 3. Das heißt, hier hätten wir auch einen endlichen Wert und jetzt hier bei dem, was langsamer geht, kriegen wir immer einen unendlichen Wert. Das sehen wir eigentlich auch mit der Rechnung. Jetzt können wir diese Rechnung hier mal machen mit einem negativen Epsilon. Und dann haben wir hier ein negatives Epsilon, also kommt es mit einem x hoch minus Epsilon, das ist dann positives minus Epsilon, in den Zähler hoch. Und wenn dann x nach unendlich geht, wird der Ausdruck unendlich. Ja. Die eine Hälfte ist ausgegangen. Ah ja, okay. Das müssen wir jetzt vielleicht sowieso wieder ändern. Ich kämpfe noch ein bisschen, aber das kriegen wir hin. So, also bei D, vielleicht machen wir das mal noch kurz, bei D waren Sie eh mehrheitlich der Meinung, dass das einen endlichen Wert gibt. Das ist richtig. Und bei C wäre jetzt die richtige Antwort, wir haben keinen endlichen Wert. Weil das zu langsam mit dem x hoch 3 Viertel, das geht zu langsam zu 0 hin. Und das sehen wir mit der gleichen Rechnung eben wie hier, nur jetzt mit negativem Epsilon. Mit Epsilon kleiner 0 wird Integral unendlich. Und das ist dann das, was im Fall C passiert. Also, hier haben wir auch keinen endlichen Wert. Gut. Das wäre jetzt also der Fall, dass sich unser Integral nach rechts bis ins Unendliche erstreckt, diese Fläche. Genauso können wir das machen nach links, ne, da haben wir halt eine untere Grenze minus unendlich, die gleichen Überlegungen. Jetzt kann es auch noch sein, dass wir unterwegs auf unserem Integrationsstück
irgendwo Integranten haben, der nach unendlich geht. Und auch da können wir uns dann fragen, haben wir da jetzt eine endliche Fläche drunter oder vielleicht eine unendliche Fläche? Also nächster Typ von sowas wäre, wie schreiben wir das? Falls, mal hier im Saal, so glaube ich, ist hier noch sichtbar lassen. Also falls Limes x nach b von f von x plus unendlich oder minus unendlich ist, dann definieren wir, ich sag mal a ist kleiner b hier jetzt erstmal, das Integral a bis b f von x dx als den Limes, sagen wir y nach b von links, Integral a bis b f von x dx. Also das Bildchen dazu. Wir stellen uns vor, unsere Funktionsgraph, der macht irgendwas und dann geht er hier vielleicht nach unendlich. Ja? Also hier haut er ab. Hier haben wir so eine senkrechte Asymptote. Und das ist die Stelle B. Und wir integrieren von, weiß nicht wo, a bis b und fragen uns wieder, ist diese Fläche hier drunter, ist die endlich? Und die erstreckt sich eben hier nach oben jetzt bis ins Unendliche. Und jetzt ist die Frage, legt sich der Funktionsgraph schnell genug an diese senkrechte Asymptote dran oder nicht? Ähnliche Frage wie vorhin, nur um 90 Grad gedreht im Bildchen. Ich habe jetzt hier gesagt, wenn das an der rechten Grenze passiert, dann tasten wir uns von links an diese Grenze ran hier. Deswegen Limes y nach b von links, das ist das kleine Minus hier dran. Also wir ziehen hier eine zusätzliche Grenze ein, so. Und diese Grenze, die schicken wir dann hier zu der Asymptote hin. Das ist das, was wir hier machen. Dann haben wir also auch erstmal, solange diese grüne Linie noch von der gestrichelten Linie wegbleibt, haben wir auf jeden Fall was Endliches. Und dann können wir wieder gucken im Grenzübergang, dass die grüne Linie zur gestrichelten Linie hingeht. Bleibt das endlich oder wird es unendlich? Das hängt eben davon ab, wie schnell die Funktion da nach oben geht, beziehungsweise wie, wenn sie langsamer nach oben geht, legt sie sich schneller an die Achse dran. Ja? Ich habe eine Frage, ob ich das gerade schon. Ah ja, natürlich. Ha. Vielen Dank. Die Frage war hier. Hier hätte ich natürlich jetzt auch das Y hinschreiben sollen. Da haben Sie vollkommen recht. Das Y, das ist das grüne Ding hier, ne? Vielen Dank. Ich rede da drüber und schreibe es nicht richtig hin. Gut. Standardbeispiel für sowas wäre dieses Integral hier, Integral 0 bis 1, 1 durch Wurzel x dx.
Da haben wir jetzt genau diese Situation an der unteren Grenze bei der 0. Also das definieren wir als Limes, weiß ich nicht, Epsilon nach 0 plus Integral Epsilon bis 1, 1 durch Wurzel x dx. Das Bildchen hier dazu. Hier haben wir unsere 1 durch Wurzel Funktion. Ja. Und hier ist vielleicht die 1. Und hier ist jetzt das Epsilon eingezogen. Und jetzt schicken wir das Epsilon hier zur Y-Achse hin. Und dann rechnen wir also zunächst diese Fläche bis hierhin aus. Und wenn wir dann den Grenzübergang machen, dann nehmen wir auch das hier noch mit, was sich eben unendlich weit da hoch erstreckt. Und gucken, ob was Endliches rauskommt. Und in dem Fall kommt was Endliches raus, das können wir jetzt ausrechnen. Dann nehmen wir wieder zweimal die Wurzel. Wenn wir das ableiten, gibt es 1 durch die Wurzel. Also zweimal Wurzel x in den Grenzen Epsilon bis 1. Ah, und jetzt habe ich schon gepennt, jetzt habe ich den Grenzwert nicht hingeschrieben. Machen wir nochmal weg. Den sollte ich abschreiben. Also, Limes Epsilon nach 0 plus 2 mal Wurzel x in den Grenzen Epsilon bis 1. An der oberen Grenze setzen wir die 1 ein. Es gibt eine 2. Und an der unteren Grenze setzen wir das Epsilon ein. 2 mal Wurzel Epsilon. Dann geht Epsilon gegen 0. Und es bleibt 2 übrig. Und auch das schreiben wir in Zukunft gerne kürzer, ohne dass wir diese Grenzwerte sichtbar machen. Also wenn Sie wissen, was Sie tun, dann dürfen Sie das auch so schreiben. Dürfen Sie auch sagen, das Integral 0 bis 1 dx durch Wurzel x, das ist 2 mal Wurzel x in den Grenzen 0 bis 1. Jetzt sehen Sie schon fast den Grenzwert gar nicht mehr. Ne? Jetzt setzen Sie die 0 einfach ein da unten und alles ist gut. Ja? Wie sähe eine Funktion aus, die jetzt eine unendlichen, unendliche Fläche hat? Ja, genau. Also wie sieht das aus, wenn dann ein unendlicher Flächeninhalt entsteht? Die Skizze sieht ganz ähnlich aus. Und es geht darum, wie schnell lehnt sich hier der Funktionsgraph, wie schnell geht er an die senkrechte, Asymptote ran. Wenn er zu langsam rangeht, wenn er zu schnell nach oben geht, dann kriegen wir nichts Endliches mehr. Beispiel machen wir gleich. Also vielleicht auch hier das Standardbeispiel ist wieder 1 durch x, das hat nicht funktioniert bei Grenzwert nach unendlich. Und 1 durch x ist auch gerade wieder kritisch in der anderen Richtung diesmal, wenn es unterwegs auftaucht. Vielleicht packen wir das sogar als Vergleich hier direkt unten dran. Integral 0 bis 1, 1 durch x dx. Das Bildchen wäre genau gleich wie drüber, ja, wenn wir hier keine Skalen angegeben haben, die Skizze sieht gleich aus. Aber 1 durch x wird, wenn Sie mit x zu 0 hingehen, schneller groß. Das heißt, der Funktionsgraph legt sich langsamer an die y-Achse dran. Machen wir wieder draus Limes Epsilon nach 0 plus Integral Epsilon bis 1 dx durch x.
Und das ist jetzt Limes Epsilon nach 0 plus. Und dann haben wir hier den Log x in den Grenzen Epsilon bis 1. Dann setzen wir ein, der Log von, na, den Limes müssen wir abschreiben. Limes Epsilon nach 0 plus Log von 1, der ist 0, minus der Log von Epsilon. So, und wenn wir mit dem Argument des Logarithmus von rechts zu 0 hingehen, dann geht der Logarithmus nach minus unendlich, also kommt hier tatsächlich minus minus, also plus unendlich raus. Was wir auch anschaulich von der Skizze her erwartet hätten, dass die Fläche plus unendlich ist, wenn sie unendlich ist. Also hier ist es jetzt genau umgekehrt, wenn mit den Exponenten, na, 1 durch x oder 1 durch x Quadrat, das sind die, die eine unendliche Fläche geben, 1 durch Wurzel und sowas anderes Krummes oder eine endliche geben. Vielleicht machen wir es geschwind zum Überprüfen, gerade für sich selbst auch, wenn wir über die Pause laufen lassen. Ich schreibe Ihnen noch ein paar so Integrale hier hin. Also Integral 0 bis 1 dx durch x Quadrat. Ja, warum nicht? Integral 0 bis 1 dx durch x hoch 3 Viertel. Integral 0 bis, machen wir mal sowas noch, 0 bis unendlich dx durch Wurzel x. Wo waren wir? Bis d waren wir gekommen vorhin. Dann wären das jetzt die Integrale e, f und g. Und wir fragen wieder, haben wir hier einen endlichen Wert oder nicht? Gut, dann machen wir hier unsere 5 Minuten Pause. Um 8 nach geht es weiter. Und vielleicht, wenn die neu dazugekommen sind, bei mir vorbeikommen wollen, dann reden wir kurz jetzt. Also, 8 nach geht es weiter. Bis gleich.
So, wir müssen weitermachen. Auch wenn es gerade ganz gemütlich ist. Pause ging etwas länger, aber in Zukunft haben wir nicht so viele neue Sachen. In Zukunft peilen wir dann die 5 Minuten Pause an, wie das gesagt hat. Jetzt waren es eher 10. Ne? Gucken wir mal nebenbei, was ist das der richtige? Nee, das ist der falsche. Ja. So, gucken wir mal geschwind, was Sie gesagt haben. Integral g. Jetzt rückwärts. Integral e hat keinen endlichen Wert, sagen Sie. Das hatte ich auch schon vorhin so mündlich gesagt. Ne? Zumindest die wenigen, die abgestimmt haben. Sie dürfen da mutiger abstimmen. Integral f hat einen endlichen Wert, jawohl. Und Integral g hat keinen endlichen Wert. Genau, woran liegt das? Also gucken wir mal geschwind auf die verschiedenen Integrale drauf. Das hier, das ist noch schlimmer als 1 durch x bei der 0, weil da geht ja mit 1 durch x Quadrat geht die Funktion noch schneller nach unendlich und damit noch langsamer an die x-Achse dran. Und schon bei 1 durch x war ja die Fläche unendlich groß. Also hier haben wir eine unendliche Fläche drunter. Hier ist es wie bei der Wurzel, das rechnen wir auch genau gleich wie mit der Wurzel. Da suchen wir eine Stammfunktion, die geht dann irgendwie mit x hoch ein Viertel und das ist bei 0 vollkommen unproblematisch. Also hier haben wir einen endlichen Wert, dann nachher drunter. Und hier haben wir jetzt sowohl an der unteren als auch an der oberen Grenze die Frage, ob der Flächeninhalt endlich ist. Und an der unteren Grenze wäre alles in Ordnung gewesen. Da geht der Funktionsgraph schnell genug zur y-Achse. Aber an der oberen Grenze, da haben wir das Problem hier, da geht der Funktionsgraph nicht schnell genug zur x-Achse. Also wenn wir das skizzieren, dann sieht das jetzt irgendwie so aus. Für den Fall g hier. Unser Funktionsgraph, der kommt hier aus dem Unendlichen und geht dann hier gegen 0. Das ist also x geht nach 1 durch Wurzel x. Und hier ist x. Und wir würden gerne diese Fläche hier ausrechnen. Und die erstreckt sich sowohl hier bis ins Unendliche, als auch hier drüben bis ins Unendliche. Und der Teil, der von hier kommt, der ist okay. Da würden wir was Endliches kriegen. Aber der Teil, der hier kommt, das war die erste Überlegung vorhin, was macht 1 durch Wurzel x für x nach unendlich? Das geht zu langsam gegen 0. Da kriegen wir dann einen unendlichen Flächeninhalt. Und damit kriegen wir insgesamt einen endlichen Flächeninhalt. Also machen wir hier auch wieder so ein Kreuz dran. Gut. Jetzt müssen wir noch überlegen, wenn diese problematische Stelle hier, wo der Integrant unendlich wird, nicht an den Grenzen des Integrals auftritt, sondern unterwegs, wenn wir da einfach drüber integrieren über so eine Stelle, dann sind es eigentlich zwei solche Limites, die wir bilden müssen. Dann haben wir links und rechts von der problematischen Stelle zu gucken, ob da eine endliche Fläche rauskommt oder nicht. Also.
falls. Problematische Stelle. Mitten im Integrationsintervall. Dann haben wir zwei Limites zu bilden. Machen wir als Beispiel was, wo dann nachher was Endliches rauskommt. Gucken wir uns das Integral an, von wegen mir minus 1 bis 2. 1 durch Wurzel x Betrag dx. Den Betrag habe ich da reingemacht, dass ich im Negativen keine Probleme bekomme, weil wir wollen ja keine Wurzeln aus negativen Zahlen ziehen. Wir machen gerade wieder alles reell. Komplexe Zahlen können wir zwar auch, aber im Moment ist alles reell. Wie sehe hier die Skizze dazu aus? 1 durch Wurzel, das haben wir schon gezeichnet. Das geht irgendwie so. Und dann haben wir hier im Negativen 1 durch Wurzel aus minus x. Das ist dann das Gespiegelte hier. Naja, also sollte symmetrisch aussehen. Falls es das nicht tut, zeichnen Sie es symmetrisch an. Und jetzt integrieren wir hier von, weiß ich nicht, vielleicht ist hier die 1 und hier irgendwo, nee, ich würde bis zu 2 gehen. Vielleicht machen wir hier minus 1 hin und dann hier die 2 oder sowas. Jetzt interessiert uns also diese ganze, ja, diese ganze Fläche hier, die erstreckt sich natürlich nur an einer Stelle hier bis ins Unendliche. Aber wenn wir das richtig abtasten müssen, abtasten wollen, dann müssen wir da wieder zwei solche Zusatzwände einziehen. Dann müssen wir jetzt sagen, wir bauen uns hier was ein und schicken das da zur Achse hin. Und wir bauen uns hier was ein und schicken das zur Y-Achse. Also haben wir das Integral, dann erstmal ein Limes, schreiben wir sowas hier. Limes, sagen wir Epsilon nach 0 plus minus 1 bis minus Epsilon 1 durch Wurzel x Betrag dx. Das wäre jetzt hier das Grüne, das wäre mein minus Epsilon. Ich habe ein positives Epsilon gewählt, dann ist minus Epsilon was Negatives. Das bleibt immer links von der Y-Achse und geht dann nachher zu der Y-Achse hin. Das ist also die erste Hälfte von dem Integral oder der erste Abschnitt von minus 1 bis 0, wenn wir den Grenzwert ausgeführt haben. Und dann hätten wir vielleicht noch einen zweiten hier, sagen wir Delta nach 0 plus Integral Delta bis 2, 1 durch Wurzel x Betrag dx. Also jetzt sind dadurch, dass unterwegs der Integrant mal unendlich wird, sind hier zwei Limites entstanden. Und jetzt können wir es wieder ausrechnen. Dann haben wir Limes Epsilon nach 0 plus. Vielleicht schreiben wir das sogar einmal noch auf hier, dass wir den Betrag los sind. Das ist ja die Wurzel aus minus x, die hier im Nenner steht. Das ist okay, wir setzen für das x nur negative Sachen ein, also ist minus x immer positiv. Dann haben wir den Limes Delta nach 0 plus Delta bis 2 und hier
können wir den Betrag einfach weglassen. 1 durch Wurzel x dx. Gut, und jetzt brauchen wir Stammfunktionen. Also Limes Epsilon nach 0 plus. Das nehmen wir hier für eine Stammfunktion. Da brauchen wir wieder sowas wie minus x hoch 1/2, also die Wurzel aus minus x. Und wenn wir das ableiten, dann kommt ein 1/2 runter, deswegen brauchen wir eine 2 davor zum Kompensieren. Und wenn wir ableiten, kommt noch ein Minuszeichen von der inneren Ableitung raus, also brauchen wir noch ein Minuszeichen, um das hier zu kompensieren. Und dann haben wir die Grenzen minus 1 bis minus Epsilon. Plus den Limes Delta nach 0 plus. Und hier schreiben wir wieder 2 mal Wurzel x hin, das hatten wir schon ein paar Mal heute, in den Grenzen Delta bis 2. So. Erste Klammer da vorne. Eingesetzt an der oberen Grenze das Minus Epsilon eingesetzt, dann haben wir eine Minus 2 mal Wurzel a. Ich habe den, muss den Grenzwert abschreiben, Entschuldigung. Limes Epsilon nach 0 plus minus 2 Wurzel Epsilon minus an der unteren Grenze. Jetzt das Minuszeichen von untere Grenze verarbeiten wir mit dem Minuszeichen von hier. Dann haben wir insgesamt plus 2 mal die Wurzel aus 1. Das ist okay, die ist 1. So. Plus im hinteren Term Delta nach 0 plus. Und hier haben wir an der oberen Grenze 2 mal Wurzel 2 minus, ja. Wüsste, dass bei dem linken Minus nicht eigentlich Epsilon gegen 0 minus sein, weil wir doch eigentlich. Ah ja, okay. Also hier ist eine gute Frage. Sollen wir nicht Epsilon nach 0 minus gehen lassen? Hätten wir tun können. Wir hätten hier oben hinschreiben können Epsilon und dann hätten wir hier unten hingeschrieben, Epsilon geht nach 0 minus. Aber ich habe da oben hingeschrieben minus Epsilon. Das heißt, ich schicke Epsilon, lasse ich immer positiv und schicke es gegen 0 und damit geht minus Epsilon immer aus dem Negativen gegen 0. Das machen Sie so, wie Sie sich wohler fühlen. Meine Erfahrung ist, wenn ich schon so aufpassen muss von rechts oder links, dann mache ich alle meine Limites so, dass die immer aus dem Positiven kommen und korrigiere es dann in den Formeln so hin, wenn ich an der Stelle was brauche, was aus dem Negativen kommt. Weil sonst muss man höllisch aufpassen, sonst habe ich jetzt hier eine Gleichung stehen, wo eine Größe von links zu 0 geht und die andere Größe von rechts zu 0. Also da muss man irgendwie noch mehr denken beim Rechnen und das ist immer so blöd, immer die Denkerei. Aber ist Geschmackssache. Geht auch. So, und jetzt haben wir noch einzusetzen, das Delta da hinten, das ist zweimal, ups, nicht rot, zweimal Wurzel Delta. So, und die Epsilon- und Delta-Sachen gehen jetzt weg, die sind alle 0. Dann bleibt eine 2 übrig von vorne und eine 2 mal Wurzel 2 von hinten. Können wir so stehen lassen oder 2 mal 1 plus Wurzel 2 oder was auch immer wir irgendwie schön finden. Jedenfalls ist das, was rauskommt. Das verwundert uns auch gar nicht so sehr. Diese 2, die hier rauskam, das ist ja die Fläche von dem Stück bis hierhin, ja, das was links von der y-Achse ist. Das ist so groß wie das, was wir vorher mal ausgerechnet hatten unter 1 durch Wurzel von 0 bis 1. Ist ja symmetrisch. Und hier von 0 bis 2 kommt ein bisschen mehr raus. Also so funktioniert das, wenn unterwegs irgendwo so eine Singularität, sagt man, auftaucht. Und der Integrant da unendlich wird. Ist also nicht viel schlimmer. Ist ja nicht das, was wir eh schon kennen. Wir sagen immer, wir können Integrale zerhacken. Anstatt von hier bis hier zu integrieren, integrieren wir von hier bis
hier und dann nochmal von hier bis hier. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben gesagt, oh, hier passiert irgendwas Komisches mit unserem Integral, dann zerhacken wir es da, dann ist das einmal die obere Grenze und einmal die untere Grenze von meinen Integralen. Und wie wir damit umgehen, das haben wir uns ja vorher überlegt. Da machen wir dann immer so einen Grenzwert hin, wo wir uns dem Ding annähern. Okay. Dann zeige ich Ihnen jetzt noch das gemeinste Integral von der Sorte. Was passiert hier? Integral minus 1 bis 1, 1 durch x dx. Also ich habe Ihnen das mal in Tweetback als Quiz freigeschaltet mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten, was da vielleicht so passieren könnte. Wir fangen mal an, drüber zu reden, aufzuzeichnen und uns zu überlegen, was da sein könnte. Und dann können Sie ja mal sagen, was Sie erwarten. Also, wie sieht das aus? Ich meine, die Skizzen sehen irgendwie alle immer ähnlich aus, aber es hängt halt stark davon ab, wie schnell wir uns den Achsen so annähern. Also das hier soll mal grob skizziert der Graph sein der Funktion x geht nach x geht nach 1 durch x. Und wir haben jetzt hier bei minus 1 und 1 so eine Grenze eingezogen. Und wir wollen das Integral ausrechnen über diesen ganzen Bereich. Na, warum hat das jetzt so? Das machen wir besser so nochmal. Es erstreckt sich hier unten nach unendlich und es erstreckt sich hier oben nach unendlich. Und jetzt ist die Frage, kommt da was Endliches raus? Kommt da was Positives raus, was Negatives, vielleicht sogar Null? Ist es unendlich? Ist es noch schlimmer? Haben Sie Ideen, Vorschläge, was wir so tun könnten hier? Ja. Bitte? Null, sagen Sie? Ja, okay, Null. Ich glaube, da fällt mir ein gutes Argument ein, warum es vielleicht Null sein könnte. Haben Sie eins? Weil ich habe ja vorher gemacht, von 0 bis 1, jetzt mache ich von minus 1 bis 1. Der wäre vorne unendlich, aber wenn man sich das vorne dazu rechnet, jetzt wäre negativ und da wäre es ja unendlich minus unendlich. Okay, also Sie haben jetzt gerade gesagt, wir haben das so vorhin schon mal ausgerechnet, das, was hier drüben rauskommt. Und hier kommt auch irgendwie das Gleiche raus, aber negativ, weil es unter der Achse ist und dann muss doch 0 insgesamt rauskommen. Jetzt haben Sie aber auch schon dazu gesagt, das, was hier drüben rauskam, das war ja nicht irgendwas, sondern das war unendlich. Und mit unendlich minus unendlich hatten wir immer so unsere Probleme. Das konnte schon manchmal 0 sein, aber irgendwie war nicht so ganz klar. Das musste immer genauer untersucht werden, was eigentlich unendlich minus unendlich ist. Also, vielen Dank. Ich glaube, das bringt uns schon ganz gut auf den Weg. Also, wir haben hier zwei unendlich große Flächen. Und die eine zählt positiv und die andere zählt negativ. Das heißt, man könnte durchaus auf die Idee kommen, dass vielleicht aus Symmetriegründen Null rauskommt. Aber ich glaube, es ist schlimmer.
Also, ich sag mal, nee, ich sag jetzt mal, wir machen einfach mal das, was wir vorhin gesagt haben, was man tun muss. Wie ist das denn definiert? Das ist der Limes Epsilon nach 0 plus Integral minus 1 bis minus Epsilon 1 durch x dx plus das Integral, nee, plus ein Limes, sagen wir Delta nach 0 plus Integral Delta von 1, 1 durch x dx. So, jetzt brauchen wir hier irgendwie Stammfunktionen. Wenn x negativ ist, nehmen wir für 1 durch x den Log von minus x oder einfach immer den Log von x Betrag, ne? Mit dem funktioniert es eh. Also, Limes Epsilon nach 0 plus Log von x Betrag in den Grenzen minus 1 bis minus Epsilon plus Limes Delta nach 0 plus, hier reicht es, wenn ich Log x schreibe, in den Grenzen Delta bis 1. So, und da bekommen wir jetzt einmal den Log von Epsilon, na, Limes muss ich wieder abschreiben, Limes Epsilon nach 0 plus Log von Epsilon. An der unteren Grenze Log von 1 ist 0. Und hier kriege ich an der oberen Grenze den Log von 1, der ist 0. Und an der unteren Grenze dann den Log von Delta, also mit einem Minuszeichen. Ne? Minus Limes Delta nach 0 plus Log von Delta. Jetzt passiert auch rein rechnerisch das, was Sie gerade schon erwartet haben, denn das hier, das ist minus unendlich und das hier ist plus unendlich. Aber minus unendlich, plus unendlich, keine Ahnung, was das ist. Ne? Das können wir so nicht ausrechnen. Manchmal sind wir in so Situationen, wo wir minus unendlich, plus unendlich haben und das geschickt umstellen und dann den Grenzwert ausführen und dann ein definitives Ergebnis kommen. Hier ist es tatsächlich nicht definiert, denn es hängt jetzt davon ab, ob wir Epsilon und Delta gleich schnell gegen Null gehen lassen, so synchron. Ja, wir haben ja zwei so Wände eingefügt, eine Wand links und eine Wand rechts. Und die sind irgendwie da drin. Wenn wir die jetzt synchron zur Y-Achse hingehen lassen, diese beiden Wände, dann kommt 0 raus. Wenn ich zuerst die eine Wand dahin gehen lasse und anschließend die andere, dann kommt vielleicht plus unendlich oder minus unendlich raus. Wenn ich die beiden Wände mit geschickt gewählten Geschwindigkeiten zu Null hingehen lasse, aber unterschiedlich schnell von links und rechts, dann kann ich jeden beliebigen Wert rauskommen lassen. Was hätten Sie denn gerne, was rauskommen soll? Nicht Null, was anderes. Hätten Sie gerne irgendein bestimmtes Ergebnis? Drei Achtel hätten Sie gerne. Okay. 3 Achtel sind gewünscht. Also, ich rechne mal was aus. Das ist nicht dieses Integral. Aber es ist was, was so ähnlich aussieht, was im Grenzwert dazu wird und wo aber eben 3 Achtel rauskommt. Also, wir machen
Soll ich nur keine Vorzeichenfehler machen? Ne? Wir gucken uns an, Integral minus 1 bis minus Epsilon mal e hoch 3 Achtel. Epsilon geht nach 0 plus, dann haben wir 1 durch x dx plus Integral von Epsilon bis 1, 1 durch x dx. So, jetzt sehen Sie, was ich gemacht habe. Das, was vorhin Epsilon und Delta war, das habe ich aneinander gekoppelt. Die gehen beide gegen 0. Einmal habe ich das Epsilon hier hingeschrieben und einmal habe ich hier minus Epsilon noch mit einem Faktor hingeschrieben. Aber wenn ich jetzt das Epsilon nach 0 plus schicke, dann geht diese obere Grenze hier nach 0 minus und diese untere Grenze hier geht nach 0 plus. Also so wie das soll. Das heißt, wenn ich eine Skizze male, dann male ich genau diese Skizze hier oben. Nur dass die grüne und die rote Wand jetzt im Takt zu 0 gehen und die eine ein bisschen schneller als die andere. Mit diesem e hoch 3 Achtel Faktor skaliert. So, was passiert? Limes, Epsilon nach 0 plus. Hier brauchen wir den Logarithmus von x Betrag in den Grenzen minus 1 bis minus Epsilon mal e hoch 3 Achtel plus den Logarithmus von x in den Grenzen Epsilon bis 1. Dann setzen wir ein. Limes Epsilon nach 0 plus schreiben wir wieder ab. Jetzt an der oberen Grenze kriegen wir, der Betrag macht das Minuszeichen weg, da kriegen wir den Logarithmus von Epsilon mal e hoch 3 Achtel. Minus den Log von 1, das muss man hinschreiben, minus Log 1, der ist 0, plus Log 1 minus Log Epsilon. Also, der ist 0, der ist 0. Und jetzt fassen wir das mit Logarithmusrechenregeln ein bisschen zusammen. Log von a minus Log von b, das ist Log von a durch b. Und da gehen die Epsilons weg. Limes Epsilon nach 0 plus Log von Epsilon e hoch 3 Achtel durch Epsilon. Da können wir also das Epsilon kürzen. Und dann brauchen wir auch keinen Grenzwert mehr machen, weil es hängt ja gar nichts mehr von Epsilon ab. Und der Log von e hoch 3 Achtel, der ist 3 Achtel. Hat geklappt. So, und so kann man jeden beliebigen Wert erzeugen. Je nachdem, wie schnell wir hier oben diese grüne und die rote Wand zur Achse hinschicken. Und ja, wenn wir sie genau gleich intakt zur Achse hinschicken, dann können wir auch 0 rauskriegen. Wenn wir sie um so einen Faktor umskaliert, wie gerade eben, die eine hinschicken, dann können wir irgendwie jeden beliebigen endlichen Wert rauskriegen. Und wenn ich sowas mache, wie ich mache an der einen Seite ein Epsilon Quadrat und an der anderen Seite ein Epsilon hin, dann kriegen wir auch unendlich oder minus unendlich, je nachdem, was wir haben wollen. Also die richtige Antwort ist, dieses Integral, was hier oben steht, das hier, ist nicht definiert. Also über sowas wie 1 durch x drüber integrieren, das ist saugefährlich. Über 1 durch Wurzel x mit entsprechenden Beträgen verziert, das ist okay. Ja. Noch bei dem Schritt, wo wir minus unendlich und das plus unendlich haben. Wenn man das ja dann mit Vorzeichen rechnet, dann wärst du minus unendlich minus
plus unendlich? Oder, also, da ist ja noch das Minus. Aber, okay, Moment, ich glaube, ich habe meine geschweifte Klammer schon absichtlich bis hierhin gemacht. Also, das ganze Ding da ist plus, ja? Also hier steht ein, das ist minus unendlich und das ist plus unendlich. Okay. Ansonsten haben Sie recht, wenn sowas rauskäme wie minus unendlich, minus unendlich in so einer formalen Rechnung, dann wüssten wir auch, dass es insgesamt minus unendlich ist. Ja. Aber wenn eben wirklich unendlich, minus unendlich, unendlich durch unendlich, solche Sachen rauskommen, dann wissen wir immer, jetzt müssen wir einen Schritt zurückgehen und gucken, ob wir ungeschickt gerechnet haben, wie bei jeder Grenzwertbildung, und ob wir vorher was hätten anders zusammenfassen können, um dann was Endliches zu kriegen, oder ob wir wirklich mal in so einer Situation sind, wo ein Ausdruck eben nicht definiert ist. Gut. Ist doch schön. Jetzt gucken wir uns mal noch ein weiteres Integral an. So, Integral 1 durch x² plus x. Kommt da was Endliches raus? Kommt da unendlich raus? Ausrechnen ist vielleicht ein bisschen schwieriger diesmal, weil der Integrant schwieriger ist als die Integranten, die wir bisher hatten. So, ich habe es Ihnen mal auf Feedback gestartet mit der präzisen Frage und hier Fragezeichen. Das ist jetzt dieses Integral. Kommt da was Endliches oder was Unendliches raus? Wo müssen wir überhaupt gucken? Wo sind vielleicht Probleme? Oben, unten, unterwegs? Und was ist unsere Antwort? So, ich mache das mal so, dass Sie im Saal hier den Abstimmungszwischenstand sehen. Ah, online sehen Sie das hier in der Kamera hinter mir. Im Moment gewinnt unendlich, aber endlich holt wieder auf. Das schwappt schön hin und her. Wo müssen wir denn hingucken? Wo sind hier interessante Stellen, wo wir schauen müssen, wo was passieren könnte? Jemand einen Vorschlag? Die Ketten, okay, Sie wollen es wirklich, die Kettenregel anwenden war der Vorschlag, Sie wollen es wirklich ausrechnen. Das ist gut, wir lernen noch, wie wir es ausrechnen. Wir können, glaube ich, nicht so durch drauf gucken und ein bisschen Kettenregel gleich eine Stammfunktion hinschreiben, es wird ein bisschen schwieriger. Was ich jetzt gerade wollte, war ein Schritt weniger. Wir rechnen es erstmal nicht aus, wir suchen keine Stammfunktion, sondern wir überlegen uns das, was wir die ganze Stunde gemacht haben. Geht das, wird das irgendwo unendlich? Also erstreckt sich diese Fläche, die wir ausrechnen, in irgendeine Richtung ins Unendliche? Nach rechts, nach links, nach oben, nach unten? Und wo? Und dann überlegen wir uns,
geht der Funktionsgraph da schnell genug an die jeweilige Asymptote ran, um einen endlichen Flächeninhalt zu geben, oder geht er zu langsam ran? Da haben wir ja so Beispiele gesehen. 1 durch x² für x nach unendlich geht schnell genug. 1 durch x für x nach unendlich ist zu langsam. 1 durch Wurzel x zu 0 hin geht schnell genug. 1 durch x zu 0 hin ist zu langsam, um unendliche Werte zu geben. Also wo müssen wir hier erstmal gucken? Wo macht dieses Integral vielleicht Probleme? Okay, da sagen Sie, wenn wir es so schreiben, Sie haben den Nenner faktorisiert, sehen wir senkrechte Asymptoten. Senkrechte Asymptoten sind also bei 0 und bei minus 1 und die sind nicht in unserem Integrationsbereich drin. Das heißt, nach oben nach unendlich haben wir, so ein Problem haben wir hier gar nirgends. Habe ich das richtig verstanden? Das war die Message. Okay, wo haben wir dann noch ein Problem, wo wir hingucken können? Hier oben, genau. Also das ist jetzt so ein Integral, das sieht so ähnlich aus wie die ganzen Sachen, die wir ganz am Anfang skizziert haben. Das erstreckt sich nach rechts ins Unendliche. Und vielleicht tut es halt am Anfang, macht es noch irgendwie so ein bisschen Gewiggel, geht nicht einfach nur monoton runter, vielleicht, weiß ich nicht so genau. Ich muss genauer angucken, was die Funktion tut. Aber auf jeden Fall, nur da müssen wir schauen. Nur hier eventuell problematisch. Und hier hatten wir gesehen, keine senkrechten Asymptoten im Integrationsbereich. Okay, wie ist es für x nach unendlich? Geht das schnell genug gegen 0 oder nicht? Also es geht so gegen 0, dass es unendlich. Sie sagen, es kommt eine endliche Fläche raus, jawohl. Und warum? Also weil wir wissen ja, dass 1 durch x Quadrat wäre die Fläche 1/2, dann haben wir uns vorhin überlegt, und wenn wir jetzt durch noch mehr teilen, dann ist die Fläche ja irgendwie kleiner. Okay, also ich wiederhole es mal, das weiß nicht, ob das Mikro Sie ganz erfasst. Sie haben gesagt, so wissen wir, kommt was Endliches raus. Und jetzt machen wir den Nenner noch ein bisschen größer hier. Und dann geht es ja nur noch schneller zu 0 hin, dann wird immer noch eine endliche Fläche rauskommen. Das ist ein gutes Argument, sehr gutes. Wenn wir hierher gehen, ich male mal ein bisschen drin rum, und aus den Plus ein Minus machen, dann wird es nicht mehr so ganz klappen, ne? Dann hätten wir da was abgezogen. Überhaupt müssen wir dann aufpassen, dann haben wir bei der 1 noch ein Problem, aber vielleicht fangen wir dann einfach bei 5 an oder sowas. Dann haben wir wieder keine Singularitäten auf dem Integrationsweg. Jetzt würde Ihr Argument nicht mehr so ganz funktionieren, weil jetzt ziehen Sie ja was ab im Nenner und machen den ein bisschen größer und dann sind Sie sich nicht mehr so ganz sicher. Tatsächlich ist das Vorzeichen hier an der Stelle wurscht, sondern es geht nur darum, für große x, ist ja das x² viel größer als das x, für große x sieht dieser Integrant so ähnlich aus wie das 1 durch x² und das ist schnell genug. Also das ist so die erste Überlegung, Pi mal Daumen, die wir machen sollten. Und was wir dann am Donnerstag machen ist, wir lernen die Methode, um so ein Integral wirklich auszurechnen. Und das ist die Partialbruchzerlegung. Also super, super Sache, wollen wir am Donnerstag lernen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Schauen Sie sich die Übungsanmeldung an. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Dankeschön.